weil sonst hättest du mit einer Rebe innerhalb von irgendwie 10 Jahren einen Hektar bedeckt. Es geht ziemlich schnell. Die wächst einfach weiter. Ja, du willst das System, also zum können eine Ernte einigermaßen einfach gestalten. Also ja, dann hast du alle Trauben auf der gleichen Höhe, kannst du so arbeiten, wie du willst. Und die Leute finden die Trauben auch. Ja, es ist eigentlich der erste Eingriff, um einen Ertrag zu limitieren. Also wenn du nichts machst, hättest du im nächsten Jahr, hättest du wahrscheinlich einen riesigen Ertrag. Nachher pendelt es sich dann schon wieder gegen runter. Die Winterruhe ist jetzt eigentlich immer noch da. Und du tust wie ein Stück weit, gerade in frostgeförderten Lagen, wenn du spät schneidest, ist der Austrieb auch später. Also, du tust um ein paar Tage verzögern, was dir aber eben vielleicht je nachdem das Leben kann retten kann. Wegen dem Frost. Ja, es ist wie beim Coiffeur. Und eben jetzt, das ist ein klassischer Streckerschnitt, Guillot. Und dann gibt es noch den Cordon, und den Cordon sind einfach kurze Zäpfchen geschnitten. Weil es gibt schon ein System, wo du sagst, du lässt es hier wachsen. Du schneidest dann eigentlich nur noch wie eine Hecke. Also Niederaufwandschnitt, selbst alle haben es. Ja, angefangen. Es gibt jetzt auch in Europa Leute, die das machen. Und die Idee ist eigentlich, dass die Pflanzen wachsen nicht mehr so stark, weil sie einfach also keine Kraft hat für das. Und die Idee ist, jedes Mal, wenn das am Wachsen ist, zwinge ich den grünen Trieb zu etwas. Also der wächst vielleicht da raus und ich zwinge ihn da rein. Und das kostet der Pflanze extrem viel Aufwand, weil die Blätter, die vorher perfekt ausgerichtet sind, sind dann neu falsch ausgerichtet und sie tut die wieder ausrichten. Und das kostet Kraft und macht die Pflanze am Schluss auch anfällig. Und die Idee dahinter, hinter dem Minimalschnitt, ist auch ein Stück weit die Anfälligkeit von dieser Pflanze zu reduzieren. Ja, wenn es gut läuft, dann machst du vielleicht an einem Tag zwischen 10 Jahren bis 15 Jahren. Kommt so darauf an, wie gut der Schnitt, wie gut die Reben zu Weg sind, weißt, wie der Schnitt ist, ob der Schnitt wirklich sehr ersichtlich ist, was man eigentlich will, dass eigentlich ohne grosse Pflanzen anzuschauen, gerade zum Ziel kommst, oder ob von jeder Pflanze mit einem grossen Fragezeichen stehst. Manchmal ist nichts, was sehr befreiend ist. Es ist nicht immer einfach, aber wenn du es schaffst, nichts zu denken, es ist... Nein, es ist nicht einfach, aber das ist... Kann sehr schön sein. Und zum Teil irgendwie weiss ich auch nicht was. Was genau machst du eigentlich da? Warum und für wer? Und ja, du alltägliches. Was hat es noch im Kühlschrank? Was muss ich posten? Das hinter dann, wenn du Hunger hast.
wenn du tagelang am Schneiden bist, was ja dann irgendwie so Januar, Februar, März, je nachdem schon passieren kann, kann es dann wirklich sein, dass du am Abend Augen zutust und immer noch eben siehst. Das ist dann so ein bisschen der Moment, wo ich dann so, wo ich so ein bisschen mühsam finde. Thank you.